Willkommen zurück zu Metal Gear Rising. So, ich sage viel zu oft so, ich weiß. Ich habe mir in den letzten Parts so ein bisschen angeguckt und gemerkt, dass ich das zu oft sage. Das sollte ich mir irgendwie abgewöhnen. Okay, jetzt jedenfalls werde ich weitermachen. So, jetzt... Okay, was haben wir denn hier hinten? Noch eine Truhe zum Öffnen, nice. Raketenwerfer, aber der hat mich nicht getroffen. Jetzt wirst du zerschnitzelt, Freundchen. Oh, nice. Ich habe gar nicht gesehen, so wenig Leben habe, bis ich den zer... Ich glaube, diese eine Stahltruhe, die ich in der letzten Part aufgemacht habe, hat ein bisschen meine HP erweitert. Na, ich habe ein paar von diesen Truhen auch in den vorherigen Level stehen lassen. War vielleicht nicht so schlau. Ach gut, ich musste irgendwie komisch genauer dran stehen als sonst. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, alle zwei Räume kriege ich einen Anruf. What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they freezing, and why? I could not say. Perhaps they plan to sell off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable. You had best hurry, right? Right. Okay. Ich glaube, ich komme der ganzen Sache schon etwas viel näher. Okay, jetzt kommt eine Sequenz. Ah, das sind die ganzen Kinder. Shit. Stop right there. Surrender, or decide the needs of the many or the needs of the few. Raiden, don't worry about me now. Quiet, pendejo. Surrender. I won't ask again. George, are you sure? I'm ready. Me life now so precious. Ting, what if we can take this Scott to hell with me? Quiet! That's all I needed to hear. Stop it! Now! I'll kill him, I swear! Tja, da hat er ihn erwischt. Das war eine ziemlich coole Szene, aber ist der Junge jetzt gestorben? Und was passiert jetzt noch weiter mit den Kindern? Sehe ich da? Ich hoffe, ich sehe jetzt noch was. Cool. Ich habe jetzt diesen Sombrero freigeschaltet. Das ist alles, was ich wollte. Ah, jetzt kann ich ein bisschen seinen Körper nochmal anpassen. Letztes Mal hatte ich ja nicht so die Zeit dafür gehabt. Ach cool, kriege ich dann auch... Ah.
glaube, ich nehme den hier, den Originalkörper von Raiden. Hauptwaffe, was haben wir denn hier? Wie viel habe ich? Das kann ich mir nicht leisten, das ist viel zu teuer. Ich glaube, das Ding habe ich sogar an. Hier ist die Stangenwaffe. Verbesserungen? Das gucke ich mir jetzt mal an. Kraft verbessern. Nicht gekauft. Eine aktualisierte Version der in Raidens Cyborg-Körper verwendeten Firmware zur Steigerung der Leistungsfähigkeit seines Gehirn-Interfaces. Ermöglicht präzise Bewegungen und führt zu großen Schaden bei seinen Feinden. Dann nehme ich mir das doch mal. Oh, direkt nochmal. Nice. Jetzt ist das Ding heftig stark bestimmt. Leben. Hiermit kann ich bestimmt meine HP noch weiter erweitern. Brennstoffzellen. Ja. Das kostet 8000. Ich habe noch 33.000. Ein aktueller Raiden Cyborg verwendet Firmware. Okay, das reguliert meinen Energieverbrauch. Fertigkeiten. Hier hätte ich mal zuerst reingucken sollen. Aber ist nicht so schlimm, das ist alles nicht so teuer. Ich habe noch... Ja, auf jeden Fall kann ich mir was leisten. Ah, ich verstehe. Das ist... Moment. Ja. Warte, wie hieß die Waffe eigentlich? Die Sekundärwaffe? Hatte die Namen? Einfach nur Stangenwaffe. Weil die beiden hier sind definitiv für die Stangenwaffe gedacht. Da. Das steht doch sogar hier. Neuabstimmung des Einsatzes der Stangenwaffe. Dann hole ich mir das jetzt. Jetzt habe ich nicht mehr genug AP. Gut, das passt dann so. Dann machen wir jetzt weiter. Also haben wir jetzt nicht mehr... Ich hätte das gerne im Labor noch weiter gesehen. Ich weiß noch nicht mal, ob der kleine Junge gestorben ist. Ah, der lebt noch. Sauber. Good to see you up and about. How you feeling? Never better now. No pain, no more for Star while them hunger space eat, and me never ever feel so awake, nah? Ist das jetzt ein Cyborg geworden? Levels are being maintained automatically. Beats the hell out of coffee. Oh, even here you go one of them scorn in the base. Why the rat are you not take me with you, huh? Damn it, Doc. Sorry, kid. You'll just be in the way. Aw. Besides, I thought you didn't want to be a killer, right? You don't, but... Killing isn't fun and games. Remember that. Yep. Ich schätze mal, Raiden hat den, da, wo der Cyborg-Körper da angefangen hat, durchgeschnitten. That's all I needed to hear. Kann sein, dass er Gewissensbisse jetzt hat. Kommt es eventuell ein Flashback, da was da passiert ist? Alter! Was haben die für Probleme? It was time to break away from the old team, Boris. Past time. You
cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes, it's all done. Being legal doesn't make it right. Ryder, I... Hold that thought. Das soll legal sein? Hund ist auch dabei. Sauber. Boah, muss ich jetzt gegen die ganzen Polizisten kämpfen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Raiden sie einfach normale Polizisten erlegen würde. Die können doch gar nichts. Also die gehören doch gar nicht so richtig zu den Bösen. I will patrol ahead. Military Cyborg, you are not licensed to operate in this area. You're in violation of state and federal law. Guess you better arrest me then. Threatening a peace officer. Deadly force is authorized. Ach, die wollen gegen mich kämpfen. Das sind Cyborg-Polizisten. Das sind zum Beispiel alles Cyborg, was irgendwie kämpft. Na, meinetwegen. Dann erledige ich halt Polizisten. Ach cool, direkt zwei auf einmal rausgeholt. Was bringt das denn überhaupt? Okay, ich glaube, die Combo wurde erweitert durch den Kauf von diesen Techniken. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe nicht zu 100% im Kopf, wie der gekämpft hat, bevor ich das gekauft habe. Ah, den habe ich direkt den Kopf abgesäbelt. Weil ich das Viereck ein klein wenig verfehlt habe. Und der lebt noch, ne. Boah, der ist robust, Mann. Jetzt ist aber hinüber, oder? Verdammt, den hätte ich mir nehmen müssen. Ach, ich wurde trotzdem geheilt. Passt schon. Okay. Hier geht das pure Gemetzel gerade los. Na, die Steinwaffe ist auch geil, so um Massen so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Ich krieg die alle problemlos getroffen. Ich bin mal gespannt, was ich da noch für Waffen kriegen werde. Da bin ich mir nicht sicher. So, jetzt du noch und dann kann ich, glaube ich, weiter. Okay, weiter geht's. Nicht? Hallo? B. Hier hätte ich mir jetzt irgendwie auf A getippt, weil ich fand, ich habe hier ziemlich gut gekämpft. The road is blocked by barricades. We will proceed through the buildings. You will follow me. Hm, ist hier vielleicht was drin? Ah, das Ding fliegt in die Luft. Oh je, zwei von denen. Ja, ich bin jetzt stärker, ich müsste es hinkriegen können. Ich dachte, ich muss den Fokus weg haben, der nervt.
Nein! Ah, ich bin in den Modus direkt wieder rausgegangen. Wie dumm. Aber ich kann die von hier unten noch zersäbeln. Yes! Ich sehe zwar gerade überhaupt nichts, weil da so komische Wellen kommen, aber was soll's. Ah, jetzt habe ich wieder 3 Fullbeleber. Moment, 4. Also scheitern sollte jetzt hier eigentlich fast unmöglich sein. Okay, ich glaube jetzt... Ach, was? Hat immer noch so Dinge? Na komm, der dürfte nicht mehr viel aushalten. Ach, diese Kanone. Ah, der. Ach, jetzt. Was? Wie viel hat er noch von den Dingern? Aber die Kanone noch abschneiden, die nervt. Passt so. Okay, ich glaube, jetzt ist er fertig. Dann habe ich nur noch einen vor mir. Und ah, und direkt noch ein Full Heal. Nice. Ich musste noch nicht mal einen Beleber verbrauchen für 2 von denen. Bleib stehen. Autsch. Gegen einen mache ich besser Fokus rein. Ja. Jetzt müsste eigentlich bald wieder dieser Modus kommen. Was bringt das jetzt? Hier ist noch nichts zum Zerschneiden. Alles klar, doch. Boah, damit habe ich es wohl geschafft. Nice. Das lief sehr gut. Kriege ich jetzt noch so einen Kampfrang? Ah, ah, komm, ah, jawoll. Okay, jetzt müsste Kontrollpunkt... Ja, genau. Also, das war's dann jetzt mit meinem Part. Da kommen jetzt noch Gegner. Die werden wir erst im nächsten Part besiegen. Weil ich möchte jetzt nicht jeden Part mit Überlänge hier verbringen. Also sehen wir uns zum nächsten Part. Ciao.